40 zusammenkriegt. Der wird gebremst durch den Waggon, definitiv. 130 hat er. Und bei 140 ist es Schluss. Genau. Das heißt, mit einem anderen Waggon wird er schneller sein. Dann brauche ich nämlich nur zwei Züge davon und nicht so viele. Der wird vom Waggon aufgehalten. Interessant ist jetzt nur, wie lange braucht denn der hin und her? Boah, der zieht. Boah! Alter. Ich habe nie einen Zug hier so ziehen sehen. Und der andere geht nur schneller. Wie schnell macht er da oben? Warte mal, bleib hier, ich kann ihn nicht mehr anklicken. 130, 140 hier. Mal schauen, wie schnell er die Kurve da passiert. So ein Arsch bremst da runter wie ein Baby, ey. 50 mit dem Waschen, oder? Gib Stoff hier. Beschleunigt aber auch schön. Es geht. So, wir sind hier. Läuft, läuft, läuft. So. Und jetzt schauen wir mal, was ich hier habe. Schnitt. Das ist Speed 2. 14 Minuten, ne? Und ich brauche einen Schnitt von 3. Das heißt, da brauche ich Minimum 4 solche Züge. Wobei, ich kann den Schnitt nur runterdrücken, indem ich den schnellen Waggon gebe. Ne? Das geht. Also den Waggon müssen wir wieder wechseln. Das geht gar nicht mit dem Waggon. Das ist unmöglich. Der ist ein Witz. Die Leute wollen zwar fahren, aber 4 Züge einfach machen, ein paar Weichen, dann geht das. Ne? So, das heißt, der muss mir jetzt ins Depot wieder rein und wir müssen den Waggon wechseln. Komm her, du. Der hat sogar 7 Passagiere. Die lasse ich aber jetzt ab. Abspitzen würde ich schon sagen, abladen. Und dann schauen wir mal, was die 7 so bringen. Ich könnte den Zug ja vorläufig einmal fahren lassen, aber bauen wir lieber gleich um. So, wie sieht's hier aus? Jetzt sind ja hier 2. Genau, die wollen da rüber. Also Potenzial habe ich auf jeden Fall. Speed 2 hat hier schon eine Warteschlange von 5. Das ist jetzt zwar nicht so viel, aber mit mehreren Zügen geht's. So, und du fährst jetzt dann gleich danach, nachdem du abgeladen hast, ins Depot und du kriegst einen schnelleren Waggon. Der wird voll aufgehalten hier. Fährt konstant 140 hier. Das können wir rauf bis auf 100, wie schnell die Lok fährt, 180. Das geht auf jeden Fall. Der Schnellzug wird aufgehalten hier. Der wird jetzt gleich von dem aufgehalten hier. Halten sie jetzt gleich gegenseitig. Ja, das müssen sie so ein bisschen beschissen ist. Ja. Du musst umdrehen. Und wieder umdrehen. Das ist ein bisschen blöd gelaufen, aber naja, da müssen wir nur weichentechnisch was machen. Nee, warte mal, der ist ja hier gestanden. Oder ist der hier gestanden? Das muss man weg, die zwei. Die sind scheiße. Die zwei müssen weg. Ich brauch Geld, Geld, gib mir Geld. So, der muss weg und Baum geh weg, ich sehe nichts. Das muss weg. So, fertig. Jetzt schauen wir mal auf die Schnelle, was der Geld bringt. Und bevor er einlädt, werde ich den ins Depot fahren lassen. Er bringt... Das sind ja nur 7 Leute. 213.000 für 7 Leute. Alter, ich befördere sogar einen Goldhamster um den Preis. Ohne Scheiß. Das läuft. Das läuft. Für weite Strecken kriegt man viel Geld. Also zumindest ist das Spiel intelligent, weil sonst könnte ja das nicht finanzieren. Das heißt, 4 Züge rentieren sich auch, wenn die ordentlich Stoff geben, ne? So, jetzt werden wir mal diesen Mistwaggon hier entfernen. Der muss schneller gehen. Das muss weg hier. So, tschüss. Züge kaufen. Jetzt schauen wir mal. Ein bisschen in die Mitte hier. Wie schnell fährt der nochmal... Warte mal, welcher war das? Dampf? LOL, den kann man jetzt nicht mehr kaufen, oder was? LOL. Den gibt's jetzt nicht mehr, den Zug. Der ist weg. Den gibt's nur mehr bis zu einem gewissen Jahresding. Jetzt gibt's nur mehr elektrisch oder Diesel. Ja, das ist doch scheiße. Das heißt, ich muss zwangsweise elektrische kaufen, weil die anderen sind zu langsam. Der fährt 140. Der 201, den könnte man sich gönnen, aber der kostet 11,7 Mille. Haut man aber einen Schnitt natürlich hoch. Und der 160, gut. Aber ich kann nur einen Passagierwaggon kaufen. Jetzt nehmen wir diesen schnellen hier. 140, 150, dann nehmen wir den 180er hier. So, ein Stück mehr nicht. Du fährst auf Speed 2. Komm, verzieh dich.
Ja, und jetzt müssen wir Geld sparen hier. Schauen wir mal. Wer will denn hier fahren? Ja, Speed 1, Speed 2, der hätten schon Kunden hätte er. Das ist jetzt das Problem. Und da oben hätte er hier auch Kunden. Oh, Baby! Also ich baue jetzt die Strecke aus, da werden wir ordentlich Asche verdienen. Ich muss jetzt hier wirklich nur ausbauen. Die Brücke kann ich nicht ausbauen, das geht nicht. Ich muss hier irgendwo noch was bauen. Vielleicht hier nur in der Umfahrung. Weil die Züge werden sich gegenseitig so blockieren, überhaupt wenn sie so schnell sind. Ne? So, das heißt, wir müssen hier nur was wegbauen. Das geht nur nicht. Scheiße. Das läuft nicht, was ich hier will. Aber das geht. Zack. So, jetzt fahren wir halt daneben wieder so rum. So. 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 Hopp. Und da wieder rein. So. Na komm. So, hier geht's. Wir brauchen wieder Signale. Einbahnen natürlich machen. So, einmal hier. Und einmal hier. Einmal hier und einmal hier. Indem sie so schnell sind, brauche ich gar kein Zwischensignal machen. So, fahr durch da. Wie schnell fährt denn der? Hey, bleib mal hier da. Achso, der hat jetzt gebremst, ne. Hätte mich interessiert, wie schnell er ziehen kann. Schauen wir mal. Ja, 40 km/h, okay. Er ist der Superstar. Ich liebe ihn. Ja, er kann halt nur 19 Leute mitnehmen. Das ist halt der Scheiß jetzt. Aber, ja. Beim anderen habe ich 14 Minuten gehabt, bei dem Speed 2 habe ich schon 11. Das heißt, im zweiten Zug dazu wird es die Hälfte. Und dann muss ich runter bis unter 3 Minuten. Ne? Da sieht man, der ist auf jeden Fall schneller. Was ich brauche, ist unter 360 Sekunden. Das ist noch immer zu langsam. Alter, was brauchst du hier für Züge? Der einzige, der das schaffen kann, ist dieser eine Zug da mit 201 km/h. Darf aber nie aufgehalten werden. Das ist der Einzige, der dir diese Mission hier schaffen kann. Ansonsten kriegen wir es nicht hin. Und wir brauchen noch eine durchschnittliche, das heißt, das muss ich ein paar Mal machen. Da muss ich diesen 11,7 Millionen zukaufen, sonst geht's nicht. Und wir müssen hier ordentlich Weichen bauen. Weil wenn die einmal hier nicht gescheit fahren können, das ist zum Beispiel eine Riesenstrecke, wo ich keine Weiche habe dann. Wenn die einmal stehen müssen, dann kriege ich das schon wieder nicht hin. Ach du Scheiße, ist das complicated. Ja, am besten eine zweite Strecke fast durchgehend bauen. Dann geht das. Ja, geht das? Jo. Jetzt können wir rauszoomen, das ist da, der Büro. Und schön da entlang bauen. So. Hier. Was durchgehend. Das Geld muss jetzt einfach drin sein, ey. So, natürlich sicher nicht vor der Brücke, weil bin ich bescheuert. Brücke ist sauteuer. So, und jetzt wieder da rein. Jo, läuft. 1A. Paar so Pfosten dahin. Auch Vollpfosten genannt. So, näher ran hier da. Hier. 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 Warte mal, ich mache das hier richtig. Das ist ein bisschen scheiße, wenn man so rauszoomt. Ja, so wieder reinzoomen. Hier. Hier. Und da hinten nochmal und fertig. Sehr, sehr großzügig, aber bei der Geschwindigkeit brauche ich nicht mehr. So. Hammer. Das ist eine echte Herausforderung, das zu schaffen. Also das haben sie echt gut gemacht. Die Missionen sind nur 7. Hört sich nach wenig an, aber du musst das echt immer schaffen. Ey. Wenigstens hat man keine Zeit. Das finde ich gut. Ich kann hier so lange rumeiern, wie ich will. Ich meine, irgendwann wird es mal vorbei sein. Bis 2390 muss ich nicht machen. Also das läuft. So, das haben wir auch fertig. Schließen dann hier noch eine Umfahrung. Und dann passt es. Das muss ich zweigleisig haben, weil ich brauche einige. Ich brauche Minimum 3 davon. So, warte mal, mach mal hier. Voll der Stau hier. So, diesmal machen wir es auf der linken Seite. Blödsinn. Nochmal neu.
So, geht. So. Ups. Das muss jetzt echt drin sein hier, dass ich das fast durchgehend doppelt baue. Weil die Züge dürfen niemals stoppen, weil sie auf ein Signal warten. Das ist einfach zu viel Zeitverlust. Das geht nicht. Das ist ja fast durchgehend, was ich hier mache. Also das ist eh schon Grenze am Durchgehen. Nur die Brücken hier sind praktisch einspurig. Sonst habe ich überall zwei Spuren. Zwei Spuren, aber für Minimum mehrere Züge. So. Signal. Signal. Da kommt er schon. Signal. Signal. Mal schauen, wie lange er jetzt braucht. Signal. 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 Und hier vorne auch nochmal jetzt. Halten Sie ihn drauf. So. Schön auf Einbahn hier machen. Das läuft. So, hier noch. War da hier einmal Riesenstrecke, aber das ist scheißegal. Es fahren hier nicht 10 Züge hintereinander. Also 2, 3 brauche ich Minimum. Ey, 11,7 Millionen ohne den Waggon wird das kosten. Wir brauchen das Schnellste vom Schnellsten, ansonsten schaffen wir das hier nicht. Ohne Hochgeschwindigkeitsding kannst du es lassen. Elektrisch auf jeden Fall. Läuft sonst nicht, ist ganz einfach. Ich hoffe nur, der Zug blockiert man niemals den da. Sonst, das geht sonst nicht. So, Hammer. Wie geht's meiner Stadt hier? Schauen wir mal, wie die wächst. 1429, ich glaube, die wird größer. Kleiner wird sie nicht. 617, die ist nur gleich geblieben. Zug ist fast voll. Oh, es geht so, ne? So, wo ist mein anderer Zug? Tut, tut. Wie viel kriegt denn der? Der ist sicher voll. 800.000 für 19 beförderte Personen. Also das rentiert sich wie die Sau. 21, Entschuldigung, für 21. So, wie viel lange man braucht? 397, ich komme nicht drunter. 350. Warte mal, 350? Ich bin drunter. Aber ich muss jedes Mal drunter, das ist das Problem. Wir nehmen den noch schnelleren Zug und dann haut das hin. So, jetzt brauche ich 11 Mille. Leiht mir irgendwer 11 Mille von euch? Wäre nice. So, da kommt ein Kohlezug. So, wer will hier alles fahren? Schauen wir mal. Ah, das geht. Jo, läuft aber. Aber sehr interessante Mission. Die ist mit Sicherheit sauschwierig. So, und die Frequenz, die muss natürlich noch runtergehen. Meine Frequenz ist bei 13 Minuten, was eh super ist, ne, für die Riesenstrecke. Aber es ist halt zu wenig insgesamt. Geld kriegen wir ja auch. Der ist wirklich speedig, der Zug. Der andere halt auch. So, 8 Mille haben wir. Ist dann Ölzug angekommen oder wo kommt das Geld her? Ja, ja, ist ein Ölzug angekommen. Aber ich brauche 11. Wir können ja schon mal gucken. Ne? Gucken kann man ja. Der eine ist ja weg hier. So, die Diesel sind zu langsam. Die läuft nicht, bräuchten. Wenn dann elektrisch. 140 kann ich vergessen. Wir müssen dann 2-1er nehmen. 11,7 Millionen, Leute. 11,7 Millionen. Dann brauche ich natürlich den passenden Waggon, den schnellsten, was es gibt. Das ist der eine da. Nur ein Stück. Den kann ich ja schon mal kaufen. Und jetzt brauche ich nur mehr aufs Geld warten für diese Lok. Und dann Hammers. Das Schöne ist, es geht um den Durchschnitt. Das heißt, vielleicht ist diese Lok so schnell, dass sie den Durchschnitt runterdrückt, dass sie die andere nicht verkaufen muss. Wenn noch eine 12, 13, 14, also 13 Millionen mit einem Waggon, ja, das ist ein bisschen viel. Ne? Muss ich nicht unbedingt noch eine kaufen. Ne? Vielleicht drückt ihr den Schnitt so weit runter, dass ihr die zweite nicht braucht. Das wäre nice. So, jetzt warte mal, jetzt könnte man schauen, wie schnell er fährt. Wir bleiben hier, du bist zu speedig, Junge. Fangen wir mal mit dir.
Also, wir haben 140 km/h nicht mal. Boah, der zieht drüber, Alter. Den hebt's ja gehabt, ey. 150. Der andere wird 2-1 pfeffern, ey. Gut, mega leg. Jetzt bremst er runter. Warum auch immer. Verstehe ich nicht. Aber ist mir auch wurscht. Jetzt gibt wieder Gas. 70. War wahrscheinlich bergauf oder so. 80. Ah, ziemlich runtergebremst jetzt. 90. 100, da geht es wieder bergauf, zumindest sieht es so aus. Kürfchen, da macht er wieder einen auf Diva. Tunnel. Oh, jetzt kann er wieder Gas geben, da geht es bergab, da kann er wieder Stoff geben. So, oh, komm, zieh durch, Junge. Also 150 oder so war schon der Rekord, mehr geht da rein. Ich setze halt auf Beschleunigung von dem anderen, ne? Der wird auch mehr PS haben. Gehen wir mal wieder raus. Er hat 6000 PS, also der muss doch gut beschleunigen. Kostet aber 2 Millionen im Jahr Unterhalt. Hält aber 55 Jahre. Also das muss eigentlich gut gehen. So, jetzt brauchen wir nur mehr Geld. Wieso bin ich jetzt an der Pampe hier gelandet? Müssen wir da wieder zurückgehen. Beziehungsweise, ja. Ich sehe nix. So, da kommt ein Ölwagen, aber das ist zu wenig. Ich brauche 11,7 Millionen, danach habe ich kein Problem mehr. Also, warte mal, Triebwagen. Oh, das ist was anderes. Das ist ein Wagen, der das praktisch dabei schon hat. Die Passagierscheiße. Das ist ein Ding halt, ne? Der fährt 193. Kostet 16,5 Mille, da ist aber der Waggon schon dabei. Und er hat eine Kapazität von 81. Das wäre auch interessant. Weil er eine riesen Kapazität hat halt. In diesem Triebwagen sitzen die Leute drin und es ist halt die Lok gleichzeitig, ne? Schnellzüge von Washington DC nach New York, ne? Extrem schnell. Die Ladegeschwindigkeit von den Passagieren ist extrem schnell. Also der rentiert sich auch. Kostet halt noch mehr. Der wird sich aber rentieren, weil er mehr transportieren kann von den Moment, ich krieg da dreckige Ideen. Der ist super. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss.